So, in diesem Training geht es um die Pulsweitenmodulation von Spannungen. Das ist insofern ein spannendes Thema, als wir über die pulsweitenmodulierten Signale verschiedene effektive Spannungen realisieren können und damit verschiedene Aktoren in unterschiedlicher Intensität ansteuern können. Ich denke, das wird im weiteren Verlauf noch deutlich, was es damit auf sich hat. Wir schauen uns dazu aber zunächst einmal dieses Praxisbeispiel an. Wir haben hier ein Steuergerät, hier unten Klemme 31, also Masse. Dieses Steuergerät schaltet, wie wir schon wissen, minus auf unseren Aktor. Der Aktor könnte beispielsweise ein Abgasrückführventil sein. Das wäre sicher ein klassischer Fall. Wir haben hier ein Oszilloskop. Dieses Oszilloskop ist ja, wie wir wissen, ein Spannungsmessgerät, mit dem man die Spannung über der Zeit darstellen kann. Also das hier ist die Zeitachse, das ist die Spannungsachse. Dieses Oszilloskop haben wir mit der einen Seite an Masse angeschlossen und mit der anderen Seite gehen wir in die Steuerleitung zwischen unserem Steuergerät und unserem Aktor, also unserem Abgasrückführventil. Das ist eine spannende Schaltung, die wir gleich uns noch ein wenig genauer anschauen müssen. Uns interessiert jetzt dieser Signalverlauf, den wir hier sehen, denn nur wenn wir diesen Signalverlauf wirklich verstehen können und interpretieren können, wird uns klar, warum wir mit einem pulsweiten modulierten Signal praktisch jede mögliche Stellung dieses Abgasrückführventils oder aber auch jeden möglichen Helligkeitsgrad einer Lampe realisieren können. Wir können praktisch stufenlos diese Modulation von diesem Aktor hier vornehmen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie groß die maximale Spannung hier in unserem Beispiel ist. Und diese maximale Spannung, die ist relativ leicht zu errechnen. Wir haben hier 3 Volt pro Einheit und wir haben 1, 2, 3, 4 Einheiten, also 4 Einheiten mal 3 Volt sind gleich 12 Volt. Als nächstes schauen wir uns an, wie die Periodendauer T zu ermitteln ist. Die Periodendauer T, das ist die Zeit, in der praktisch ein Vorgang komplett abgeschlossen wird. Das heißt, einmal die Einschaltdauer und einmal die Ausschaltdauer. Wenn wir also hier einen Punkt nehmen, beispielsweise hier von einer waagerechten Flanke, der Übergang in eine fallende Flanke und verfolgen unser Signal, dann kommen wir genau an dieser Stelle wieder an genau den gleichen Punkt, den wir da hatten und wir sehen, das sind ziemlich genau 2 Einheiten, also einmal diese ganze Einheit, dann hier diese 80% und hier nochmal diese 20%. Das wären also im Grunde genommen dann 2 mal 0,02 Sekunden, also eine Periodendauer von 0,04 Sekunden. Schauen wir uns jetzt die daraus sich ergebende Frequenz an. Die Frequenz errechnet sich, das findet ihr in eurem Tabellenbuch, über die Formel Frequenz ist gleich 1 geteilt durch die Periodendauer T. Diese Periodendauer T hatten wir ermittelt mit 0,04 Sekunden. Wenn ihr das ausrechnet, ergeben sich 25 Hertz. Gut, dann schauen wir uns das sogenannte Tastverhältnis an. Das Tastverhältnis ist das Verhältnis von Einschalt- zu Ausschaltzeit. Und wir haben hier eine Einschaltzeit von ungefähr 65% im Gegensatz zu diesen etwa 35% Ausschaltdauer, wenn man so will. Dazu, um das zu verstehen, man hat ja hier den Eindruck, ja, hier sind doch die 12 Volt, muss man sich Folgendes klar machen. Wir schließen unser Oszilloskop mit der einen Seite an Minus und mit der anderen Seite in diese Ansteuerungsleitung zum Ventil. Unser Steuergerät schaltet Minus. Wenn ich also hier Minus habe und dort Minus habe, dann wird mein Ventil angesteuert, dann sind wir aber auch hier unten auf dieser unteren Linie, also auf einem Niveau von 0 Volt. Wenn ich dann über mein Steuergerät das Signal nicht mehr abgebe, das heißt, das Ventil wird nicht mehr angesteuert, dann liegt Klemme 15 an dieser Stelle, an dieser Seite des Oszilloskops an. Von der anderen Seite liegt Minus an. Entsprechend sehe ich dann hier oben 12 Volt.
So, jetzt kommen wir zu dem eigentlich Spannenden. Wenn ich also ein solches Tastverhältnis habe, also 65% Einschaltdauer und 35% Ausschaltdauer, ihr könnt euch sicher jetzt vorstellen, dass ich mit dem Steuergerät auch jedes beliebige andere Tastverhältnis herstellen kann, dann ergibt sich eine Effektivspannung von ungefähr 12 Volt mal 65%, also rund 7,8 Volt. Das heißt, unser Ventil, was möglicherweise gegen eine Feder arbeitet, oder unsere Lampe, wird dann nicht mehr mit der vollen Spannung eingeschaltet, sondern nur noch mit der verminderten Spannung von 7,8 Volt. Über den Zusammenhang P gleich U mal I errechnen sich dann eben verminderte Leistungen und entsprechend ist im Grunde genommen jede Stellung des Ventils bzw. jede Helligkeitsstufe der Lampe möglich.